Exoderblog Echte Gerichtsurteile. Ich bin Anita Farke und freue mich, spannende Urteile aus dem Leben zu präsentieren. Der BGH unterstrich damit die Notwendigkeit, die Rechte aller Beteiligten in den Mittelpunkt der kriminalistischen Ermittlung zu stellen. Die Entscheidung beinhaltete auch eine eingehende Betrachtung der Verwertbarkeit von Beweisen, die unter potenzieller Missachtung von Verfahrensrechten erlangt wurden. Das Gericht führte aus, dass Beweise, die unter Umständen zustande kamen, die die Integrität des Verfahrens beeinträchtigen, grundsätzlich nicht verwertet werden dürften. Diese Klarstellung soll nicht nur den Schutz der Persönlichkeitsrechte unterstützen, sondern auch das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Rechtsprechung stärken. Die Richter hoben hervor, dass die Sicherstellung von Beweisen durch unangemessene Ermittlungspraktiken nicht toleriert werden kann. Diese Analyse basiert auf Informationen aus der Entscheidung SDB 3324 sowie Expertenmeinungen und Kommentaren. Die Entwicklung in der Rechtsprechung wird weiterhin genau beobachtet werden müssen. Autor Anita Farke, Mittwoch, 31. Juli 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.